So, ein wunderschön, herzlich willkommen zurück zu Mindtest. Alter, jetzt bitte gerade draußen alles los. Fängt ja gut an. Folge 227. Mittlerweile schon. Ich weiß offen gesagt gar nicht, was wir jetzt noch machen. Sollenderweise tun. Die To-Do-Liste hatten wir komplett abgearbeitet. Technik und Mescon, viele Laternen ist halt noch, steht halt noch aus, aber ich weiß halt nicht. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir hatten uns ja, glaube ich, auf den Weg gemacht schon. Dann machen wir das einfach weiter. Na gut. Alles andere wäre ein bisschen dumm, weil dann müssten wir erstmal Penis. Müssen wir erstmal zurückgehen, macht überhaupt keinen Sinn. Von daher haben wir eine Wandertour angefangen. Ich würde mal sagen, da ich heute auf nichts anderes temperaturtechnisch einfach Bock habe. Es ist halt einfach so warm. Konzentrieren wir uns in den 6 Folgen tatsächlich einfach mal auf Rumwandern und Uran suchen. Ja. Also, mal gucken, was wir so, ne? Und ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal, die Sache ist halt, anderes Sinnvolles machen derzeit? Ich meine, Hotel haben wir jetzt eigentlich. Okay, wieder. Heute konzentrieren wir uns erstmal auf Wanderung, Uran. Und dann können wir uns bald mal darum kümmern, da können wir auch mal wieder weiterspielen. unser Atomkraftwerk zu bauen. Mal gucken, vielleicht fällt mir irgendwann mal auch noch andere Sachen ein, die wir wieder machen können. Ich würde halt gerne mal so richtig heftig mit Mesocon bauen, ja? So eine richtig schöne, fette digitale Schaltung. Aber ich weiß halt nicht, was sich da im Rahmen des Let's Plays halt machbar machen lässt. Es ist halt so ein bisschen so, ich will, aber ich weiß nicht so genau, was. Ich hätte halt schon Lust, eine richtig digitale Schaltung zu bauen, so eine Art, naja, Minicomputer nicht, aber schon irgendwas. Was so Daten verarbeitet, irgendeine, aber es ist halt, fürs Let's Play, ich bitte euch. Ich meine, okay, könnte man vielleicht mal so als Special machen, als ausgegliedertes Let's Play, um quasi, ne, zu erklären, wie so Logikgatter funktionieren, wie so Computer funktionieren und sowas alles, dann wäre es halt schon ein bisschen witzig, ja. Aber A, könnte ich euch das genauso gut mit Logisim erklären. Und zweitens, wie gesagt, würde das auf den Rahmen springen. Wir waren ja schon in der Höhle. Oh oh. Ich dachte, wir waren noch irgendwo oberirdisch. Ups. Ja, das ändert natürlich die Sache ein bisschen erheblich. Okay. Ich hätte mir vielleicht einfach mal die letzte Folge angucken sollen noch. Schnell. Da hätte ich gewusst, wo wir waren, was ich geplant hatte. Das ist eine Spinne. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen da. Denke ich gerade. Ist egal. Oh, hier ist Wasser. Oh, okay, Wasser ist relativ klein. Ja gut, die gesamte Höhle scheint relativ klein zu sein. Oh, eine Kiste. Kann das sein? Wir haben Fackeln. Immerhin. Scheiße, wir sollten vielleicht mal unsere Rüstung ausziehen, damit ich merke, wenn wir Schaden bekommen durch Uran. Das Problem ist, da kriegen wir natürlich auch Schaden durch Monster. Und gerade, ne, Stichwort Dungeon Master. Da bin ich nicht so scharf drauf. Von daher muss die Sichtprobe erstmal reichen. Aber ich sehe halt nichts. Wir müssen aber schon auf der Höhe sein. Achso, und nochmal hier für Informationen, ne? Ich habe jetzt über am Wochenende
kommt jetzt, oder kam, glaube ich, sogar schon dieses Wochenende. Ich weiß noch nicht, wie ich das gemacht habe, aber wahrscheinlich doch schon dieses Wochenende am Sonntag. 15 Folgen, wenn nicht ab nächste Woche, also ab dieses Wochenende dann 15 Folgen. Jeden Sonntag kommen 15 Folgen GTA San Andreas raus. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Ne? Da kann mich jetzt jeder anscheißen, wie er möchte. Ich mache Let's Plays so, wie ich Bock drauf habe. Und nicht so, wie es sinnvoll ist oder so, wie es irgendwie, keine Ahnung. Von daher habe ich mir gedacht, okay, komm, ich habe Bock auf GTA San Andreas. Also mache ich auf GTA San Andreas. Und deswegen, da das sehr viele Folgen sind, einfach weil ich so ultra Bock drauf habe und das auch relativ zeitraubend ist, man vergisst einfach die Zeit beim Spiel, die verfliegt da einfach. Deswegen wurden es halt so viele Folgen, dass ich mir gesagt habe, okay, da ich immer 15 Folgen am Stück aufgenommen habe und mittlerweile 60 Folgen aufgenommen habe, veröffentliche ich sie auch immer als 15er Block. Ich glaube mal, wir müssen echt noch tiefer gehen. Das hier bringt erstmal alles nicht so viel. Geht hier noch weiter? Oh ja, hier geht's noch weiter. Gut, dann packe ich da hinten erstmal die Fackeln ab. Damit ich hier nicht durcheinander komme, komplett. Die Fackel kommt weg. Die Fackeln hier kann ich theoretisch auch wegmachen. Ne, umso weniger Fackeln hier sind, umso weniger Fragen öffnen sich dann später, wo ich lang muss. Von daher kommen die Fackeln ja auch alle weg. Okay, wir sind gar nicht. Es ist so unendlich warm, Leute. Es ist so unendlich warm. Oh, ein bisschen Zink. Gut, Blei finden wir hier auch natürlich. In rohen Massen. Oh, ein Mesemonster. Oh, noch mehr Zink. Weiter. Oh, hier geht doch wieder runter. Das war halt nicht geplant. Oh, es geht hier noch steiler runter. Holy fuck. Da hatte ich auch noch mal Glück im Unglück. Dann gehen wir doch erstmal die andere Seite da lang. Da geht es ja auch noch lang. Hier gibt es drei Wege, Alter. Da geht's lang, da unten geht's lang, da geht es auch noch nach unten. Beziehungsweise hier ist Wasser. Mal gucken, wohin uns das führt. Oh, Zink, Alter. Wie klingt das Wassergeräusch? Ganz komisch. Es klingt so, wie als wenn 10.000 Mal gleichzeitig abgespielt wird. Oh ja, hier geht's. Oh Gott, Alter, diese. Ach, das ist Uran! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße, hier ist auch Uran! Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verstrahlt werden. Da ist Uran! Oh, wie geil ist das bitte? Heißt das, dass sich Uran in der Nähe von Wasser aufhält, oder ist es einfach nur, weil, ne, das Wasser kann ja hier auch genauso gut hingeflossen sein? Warte, ich brauche hier Licht. Kann mir bitte irgendjemand dieses verfickte Wasser ausschalten? Gibt es hier kein Wasserhahn? Wie groß ist hier der Wassereinlass? Ah, sehr groß. Schade, ich dachte, ich kann das Wasser hier einfach abdichten. Wobei, ne, das ist ja alles ein Block. Das ist ja alles Wasserblock, Alter. Okay, dann kann es doch sein, dass das Wasser in der Nähe von... nein, das... hier.
Sag schon. Uran in der Nähe von Wasser spawnt. Oh, Alter, also das hier ist echt ein guter Abzweig. Haufenweise Zink, Uran, wir haben Uran gefunden. Holy crap, holy crap, holy crap, oh crap, oh crap, oh crap. Und Gold, crap, und Gold, crap, 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 Gold. Alter, ich muss wieder Gold mir gucken. So, wie kriegt das Wasser hier am dümmsten weg? Das ist halt so viel Wasser hier oben. Oh! Danke, danke, danke. Wie kriege ich das Wasser? Digga, das Wasser kriege ich hier nie im Leben weg. Es ist einfach zu viel. Aua. Ah, gut. Muss ich halt mit dem Wasser leben. Ich meine, wegen dem Wasser kann ich wenigstens nicht irgendwo runterfallen und komme nicht wieder hoch, sondern komme quasi überall wieder hoch. Alter, Uran und Zink. Aber vor allem Uran. Uran! Guck mich an, Uran! Oh, hier ist auch wieder Wasser. So, wo war? Hier, wie war Uran? Oh, Alter, da hinten ist ja auch noch mehr. Oh. Oh, ist das schön. Okay, das hier wird alles abgetragen. Der gesamte Fußboden, hier ist alles verseucht. Oh, oh! Oh, oh! Und wir haben krass Verstrahlung bekommen. Nice. Habt ihr das gemerkt? Dieses Bumm, also gemerkt, gesehen? Ich schätze mal, das war die Verstrahlung, die wir gerade gespürt haben. Würde ja auch irgendwo Sinn machen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nicht, dass irgendwas runtergefallen ist. Alter, hier ist überall Uran. Okay, warte mal. Vor allem hieß das, ja. Hier ist doch überall Wasser. Ich schätze jetzt einfach mal, ja, aufgrund meines Detektiv-Conan-Gedenken, dass Uran tatsächlich in der Nähe von Wasser spawnt. Guckt euch das an, Alter. Massig Zink, massig Uran. Ja doch, genau. Doch. Also, ich wollte eigentlich andersrum sagen, aber... Ist das geil, Alter. Ist das geil. Ist das geil. Geil, geil, geil. Finde ich voll geil. Und es scheint sich wirklich an Oberflächen zu haben. Ah, ne, doch nicht. Okay, dachte gerade, es hält sich an Oberflächen, aber direkt wieder lief. Das ist das Schöne an Theorien. Da stört sich keiner dran, wenn sie widerlegt werden. So, komme ich hier wieder hoch? Jetzt komme ich hoch. So. Alter, guckt euch diese Uranfunde an. Hier ist auch noch Uran, Alter. Hier ist ja überall Uran. Wo kommt der ganze Scheiß Uran her, Alter? Ich hasse Uran. Weg damit. Geil. Gut, auf jeden Fall gibt es hier scheinbar keine Monster. Das heißt, ich mache es ein bisschen anders. Wow. Erstmal gehe ich mal irgendwo zu einem Safe Point, wo ich Safe Pointen kann. Ist hier noch irgendwo... Was habe ich hier noch verfallen lassen? Was liegen lassen? Nö, ne? So. Wir nehmen mal unsere Rüstung ab. Und merken gerade, dass wir ganz schön voll sind. Ist das so? Ne, das Ding. Alter, 17 mal Uran. Ich weiß nicht, wie viel das, ne, ob das viel ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es klingt zumindest erstmal viel. Dafür, dass wir davor noch nichts hatten, ist das auf jeden Fall viel. Also, ne, aus dem Gesichtspunkt. Ja.
So, jetzt haben wir direkt mal ein bisschen was abgelagert hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich wollte meine Rüstung ablagern. Weil, wo Wasser ist, sollten keine Monster sein. Sonst hau ich in eine rein. So, das heißt, wenn wir jetzt Schaden bekommen, ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Uran. Und auf die Art und Weise... Ist hier halt stockdunkel, ne? Es ist hier halt... Oh, was ist hier los? We need more particles here. Oh oh. Okay, ich kann tatsächlich so nah rangehen, ohne Schaden zu bekommen. Das hätte ich ja nicht. Alter, wie viel Zink. Guck da mal, Alter, massig Zink. Holy shit. Oh, das war unsere Diamantspitzhacke. Unsere Regenbogen. Nächster Monster-Spitzhacke. Haben wir noch was anderes mit? Wir hatten nur die eine Spitzhacke mit und sonst nichts. Okay. Boah, Alter. Naja, draußen beginnt bald Sturm. Also, der beginnt bereits. Gut, dann bauen wir uns mal eine. Und zwar aus ein bisschen Cobblestone. Die schauen wir einfach hier. Dann haben wir ja mittlerweile ein bisschen... Wir haben kein Eisen gefunden. Das ist aber nicht so gut, ne? Haben wir ein bisschen Eisen dabei? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, komm her. So, bam, bam, bam. Bam, bam. Jawohl, können wir damit abholen. Wäre auch schön, wenn nicht. Was das? Das ist aber kein. Das ist aber kein. Ja, ist Silber. Hier. Na, sag schon. Irgendwas, was wir nicht brauchen. Zinn, genau, Zinn war's. Oh oh. Ist hier noch mehr Uran? Nö. War aber gerade schon erstaunt, dass wir tatsächlich relativ nah an Uran ran können. Ich dachte. Wir würden schon allein, wenn wir in deren grober Nähe sind, direkt Schaden bekommen. Aber gut, ich meine, im Echten bekommt man von Uran Erz, wenn das so im Felsen vorkommt, ja eigentlich auch nicht wirklich direkt viel Schaden. Also, ich meine, Uran müsste sowieso erstmal raffineriert werden, oder wie auch immer das heißt. Und dann auch erstmal angereichert werden, damit es wirklich so strahlungsstark wird, wie es ja auch letztendlich gebraucht wird. Deswegen muss es ja angereichert werden. Von daher. Haben wir nicht immer Zink gesucht? Hier ist alles, was wir brauchen. Tja, das heißt, wir werden uns wohl oder übel bald mal in der Zentrifuge bauen müssen. Immer noch keinen Schaden. Okay, gleich kriege ich Schaden, wenn mir die Luft wegbleibt. Uah. Habe ich aus Versehen noch Rüstung an? Nö. Okay, wir können echt extrem nah an Uran rangehen. Fuck. Dann können wir es ja damit sowieso nicht orten. Hm. Na gut, dann bringt das Ganze schon mal nicht. Dann können wir die Rüstung auch direkt wieder anziehen. Denn... Ja. Müssen wir es auf der klassischen Art und Weise erspähen? Oh, Alter, Uran. Hm, Uran. Wir brauchen für einen so einen Stab brauchen wir 5 davon. Für 5 davon brauchen wir 5-mal davon. Und um das zu machen, kannst du jetzt bitte aufhören, hier rumzuscheitern. So. Wenn wir das abbauen, kriegen wir einen so einen Klumpen aus. Einen so einen Klumpen kriegen wir. Okay, einen Block. So, und den müssen wir dann halbieren. Warte. Das wird zu Uran.
Klumpen. Und Uranklumpen wird direkt zu... Ah. Ah. Okay. Ja gut, wenn wir das haben, können wir daraus ja auch das machen. Ach nee, können wir denn nur eins? Lol. Okay, das heißt, wir sollten daraus denn das direkt hier so Dings dann, ne? So, und aus dem können wir dann... Da haben wir dann 0,7er. Aber für Brennstäbe brauchen wir 3,5er, ne? Genau. Das heißt, wir müssen das Ding in der Zentrifuge teilen. So, jetzt brauchen wir aber für einen Stab 5 davon. Und wenn ich jetzt richtig davon denke, ja, dann heißt das, wir bekommen aus einem so ein Ding zweimal Staub. Und aus zweimal Staub bekommen wir quasi viermal 3,5er. Ja, okay, das heißt, wir bekommen aus aus einem Uranklumpen 4 so eine Batzen. Das heißt, wir bekommen hier schon so knapp, knapp 15 Stäbe aus den 20 Dingern. Das ist gar nicht mal so schlecht, Wie gesagt, die Frage ist jetzt, wie viel verbraucht so ein Uranreaktor? Ich weiß es nicht. Aber es klingt echt schon gar nicht mal so schlecht. Das klingt echt nicht schlecht. Finde ich geil. Uranbrennstoff. Wir brauchen eine Zentrifuge. Erstmal brauchen wir noch mehr Uran. Ich will so viel wie möglich Uran finden. Die Frage ist, geht es jetzt hinten noch weiter? Oh. Schau mal an. Ein alter Freund von mir. Na, wie geht's dir so? Hast du gut geschlafen? Hoffentlich finden wir hier später noch zurück, Alter. Das ist ja hier. Holy shit. Alter, aber wie geil ist das bitte? Wie geil. Okay, hinten geht's wieder hoch. Mal gucken, wie weit hoch. Oh, okay. Also hier ist keine Luft nach oben. Doch. Okay, also hier ist kein Uran mehr. Boah, Alter, guck dir das einfach an, ey. Die Frage ist, geht das auch in die... Oh, wow, egal. Geht hier noch in die Wand rein oder ist es wirklich fast nur oberflächlich? Ich habe irgendwie so die Vermutung, ne? Ich meine, wir hatten einmal eine Stelle, da ging es auch weiter nach unten, aber das war dann auch gerade mal ein einziger Block. Ich glaube mal, Uran hält sich tatsächlich eher an der Oberfläche. Naja, dem scheint wirklich fast so. Das macht natürlich das Aufspüren leichter, klar. Mindert aber auch Ausbeute. Und zwar nicht unerheblich. Hallo? Danke. Fackel? Dahin. Oh, Alter. Ich möchte die gesamte Höhle trockenlegen. Uah. Ah, das war klar. So. Hier geht's auch noch weiter, Alter. Oh Gott, ich kann hier nichts mehr. Kann ich hier? Okay.
Hier kann ich wieder sehen. Okay, aber hier fließt das Wasser nur. Das heißt, hier ist es auch unwahrscheinlich, dass wir... Obwohl, nee, hier ist auch wieder stehendes Wasser. Also können wir auch hier wieder Uran finden. Die Frage ist... Oh, was war das gerade? Da hat die Karotte was aufge... Oh, upla, Uran. Oh, oh. Okay, nur ein Block. Immerhin. Bei gerade mal, weiß nicht, 30 Blöcken, die wir haben, sind jeder einzelne Block. Also Zinkprobleme haben wir definitiv auch keine mehr. Da finden wir gerade eine ganze Menge von. So, gucken wir mal hier lang. Es gibt hier einfach so viel zu sehen. Oh. Okay, also wenn man sehr nah dran ist, hier bekommt man tatsächlich sehr viel Schaden. Weil jetzt haben wir gerade direkt Schaden bekommen, obwohl wir wieder die Drehmomentrüstung anhaben. Ne? Das heißt, wenn man sehr nah an Uran steht, kriegt man tatsächlich Schaden. Wasser. Hab Wasser gefunden. Wasser. Alter, wie riesig das Ganze hier ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich eine Fackel aufstellen soll, so groß ist das Ganze hier. Ja, das wird nicht klappen. So. Okay, bald verhungern wir auch. Tatsächlich. Oh, ist das geil, Alter. Da waren mir die Urangötter tatsächlich ein bisschen hold. Da ist noch mehr Uran. Leider gibt es hier keine Taschenlampen-Mod. Ne? So eine richtige, wo man quasi auch Wasser, auch Licht haben kann, ohne Fackeln aufstellen zu müssen. Ich meine, sowas fehlt doch eigentlich bei der Technik-Mod. Weißt du, alles gibt's. Es gibt Bohrer, es gibt deine Mutter, aber keine Taschenlampen. Uran!
Hat er gut funktioniert. Hat er gut funktioniert. Hat er gut funktioniert. Wie komme ich dort nicht rein? Am besten gar nicht. So zum Beispiel. Aber hier scheint es ausgedickter zu sein. Gut, dann würde ich mal sagen, das soll erstmal reichen. Ich werde trotzdem nochmal versuchen, ob ich unseren Ausgangspunkt wiederfinde. Wenn nicht, wäre ein bisschen blöd. Aber wir müssen eigentlich immer nur hoch. Genau, da war der. Da. Von da kommen wir. Genau, das ist sogar die Treppe. Wir sind hier noch lange, lange nicht fertig. Aber wir sollten erstmal genug haben, um quasi anzufangen. Das heißt, ich werde tatsächlich hier... Wie viel... Leck mich. Home, 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 home. Home, sweet home. Ach, Homes. Alter. Wir haben 3 Häuser. Das heißt, wir können hier noch ein Haus anlegen. Set. Home. Uran. Yeah. So. Und damit können wir in der nächsten Folge, also ab der nächsten Folge, tatsächlich mal anfangen, ein bisschen was mit Uran zu machen. Oh mein Gott. Ja, zuallererst brauchen wir eine Zentrifuge. Dann brauchen wir irgendwie irgendeine Art von wir brauchen ja die ganze Spezialbetonzeug und dies alles. Das wird ein bisschen teuer, aber es wird Spaß machen. Und wir haben wieder ein Ziel vor Augen. Yes. Bis dann.